Ey, Busfahrer, ne? Ihr seid doch auch der Meinung, ihr habt die Weisheit mit den Löffeln gefressen und kennt die Straßenverkehrsordnung in- und auswendig, oder? Alter, was stimmt mit dir nicht? Ja, ist doch so, ich meine, echt hier, hallo? Ihr denkt auch, ihr seid was Besseres, ne? Wieso sind wir alles nur Blödköpfe? Ja, ich hab mein PKW-Führerschein auch anno 1926 gemacht, obwohl ich 46 bin in meinem zweiten Leben, ne? Damals war doch alles anders. Ändert sich halt einfach nichts. Junge, ich hab bestimmt mehr auf dem Kasten wie du. Ach so. Ja, da kann ich mir auch echt was drauf einbilden. Heißt ja nicht umsonst die Königsklasse. Nein, natürlich nicht wirklich. Aber wir sind Berufskraftfahrer. Und was ist in Sachen Berufskraftfahrer? Kommen wir mal zu. Also, wie oft hört man immer den Satz von wegen, ihr Busfahrer, ihr habt euren Führerschein der Lottozentrale gewonnen, ihr Busfahrer, ihr kennt sowieso keine Straßenverkehrsordnung, ihr kennt gar nichts. Das ist aber nicht der Fall. Es ist halt so, dass ja man als Pkw-Fahrer, ja, hat man den Führerschein vielleicht vor 20, 30 Jahren irgendwann gemacht. Ja, so. Ja, und dann hat man sich nie wieder, ja, damit, wenn man sich nicht dafür interessiert hat, damit beschäftigt, mal so ein bisschen die Straßenverkehrsordnungen mal so durchzulesen und zu gucken, was sich da geändert hat. Hier und da werden natürlich wesentlich gravierende Änderungen auch mal in den Medien bekannt gegeben. Aber dem ist es auch so, da kriegt es nicht jeder Hans und Panz mit. Ja? Und dann gibt es halt auch noch die Pkw-Fahrer, die sagen so, ja, ich habe meinen Führerschein gemacht. Das ist mir egal, dass sich das geändert hat. Ich habe das schon immer so gemacht. Ich werde es auch weiterhin so machen. Die sind einfach gar nicht belehrbar. Und deswegen stört mich immer diese Aussage von wegen, wir Berufskraftfahrer wären zu blöd, einen Bus zu führen oder einen LKW zu führen oder was auch immer. Ja, also alles, was so wir mit dem täglichen Straßenverkehr zu tun haben. Ich möchte damit sagen, dass wir alle 5 Jahre praktisch Modulschulungen durchlaufen. Ja, wir müssen ja auch als Berufskraftfahrer unseren Führerschein alle 5 Jahre auf neue verlängern. Mit einem ärztlichen Gutachten, psychologisches Gutachten. Im Busverkehr, verschiedene Modulschulungen, zum Beispiel Fahrsicherheitstraining, Sozial- und Recht, ja, Straßenverkehrsordnung und was es da nicht so alles gibt. Da gibt es ganz verschiedene Module. Und so sind wir als Berufskraftfahrer, was den Straßenverkehr draußen anbelangt, immer, ich betone wirklich immer, up to date. Okay, Modulschulung. Wir sind eigentlich immer die, die den normalen Pkw-Fahrer zum Beispiel einen Schritt voraus sind. Wir wissen tatsächlich, was sich geändert hat. Ja gut, da bin ich so ein Stück weit bei Ihnen, aber auch nur ein Stück weit. Aber trotzdem werde ich mein Verhalten im Straßenverkehr nicht ändern, weil wir das ja dementsprechend auch umsetzen müssen. Deswegen sollte man immer mit diesen Aussagen mal so ein bisschen nachdenken, so von wegen, sind Busfahrer eigentlich wirklich immer nur so komische Blödmänner im Straßenverkehr? Ja oder nein? Wie ist da eure Meinung? Ich meine, stimmt ihr mir dem zu? Oder wisst ihr zum Beispiel einige Regeln, wo ihr denkt, das ist immer noch so, aber es sich ja eigentlich vielleicht schon geändert hat. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und dann sage ich in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Herr Busfahrer. Ihr wisst, wie immer, was ihr zu tun habt. Lasst mir ein Like, dann diskutiert, kommentiert. So, lässt mich auch raus. Ja, Königsklasse sage ich nur. Königsklasse. Nobody is perfect, auch Sie nicht.